can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Absaugen. Säge. Zange. Doktor, verraten Sie uns doch einmal ein paar Ihrer neuesten Operationsmethoden. Nun ja, das ist ganz simpel. Wir arbeiten mit den modernsten Hightech-Geräten, Schleifmaschine. Zum Beispiel eine neuartige Schleifmaschine, womit man besser an die Details rankommt. Wie Sie hier sehen, zum Beispiel die Ader Adductoris. Die könnte man mit einem normalen Schleifgerät zum Beispiel nicht, da kommt man da nicht so gut ran. Demonstrieren Sie doch einmal dieses neue Schleifgerät. Selbstverständlich. Was ist diesem Patienten denn überhaupt zugestoßen? Nun ja, diese typischen Druckerei-Vorfälle, Flammen, Koks, Nutten, Alkohol, Explosionen. Ja, ich glaube, da haben. Ist das Ihre? Ja, das könnte sein. Das ist im Gegensatz zu den normalen Krankenhäusern. Da wir mit den neuesten Lüftungen arbeiten, kreiert das alles sehr keimfrei. Schwester, geben Sie mal das Messer. Dies ist ein recht modernes Präzisionsmesser. Oder wollten Sie das große? Nein, nein, das kleine reicht. Hier, gucken Sie. So sieht das menschliche Herz von innen aus. Hier haben wir ein Stück von dem Herzen. Weg. Und hier, das ist ein künstlich angepflanztes Herz, was wir versuchen hier rein zu operieren. Man sieht hier genau, dass es besser ist als ein normales Herz. Und nun aber jetzt müssen wir das alte entfernen. Dafür zerschneide ich es erstmal in zwei Hälften. Schwester, Hammer. Die eine Hälfte. Wichtig ist natürlich immer die Entsorgung. Sorgen Sie mal, Schwester. Natürlich denken wir auch immer sehr komfortabel. Wir benutzen Sachen, die noch gut sind. Wiederverwertung wird groß geschrieben bei Ihnen. Ja, ganz genau. Kann man öfters benutzen. Wie hoch ist die Überlebenschance des Patienten überhaupt? Naja, der Patient, dem geht's noch gut. Schwester, ich bräuchte einmal die Raspel. Ja, sowas gibt man nicht in anderen Krankenhäusern. Und hier, oh, das ist viel mitgenommen, das kann wieder rein. Hier sehen wir auch genau das verfaulte Stück,
Wie ihr sehen. Naja, kann man für Kinder in Afrika benutzen. Die haben schließlich auch Hunger. Ja, ganz genau. Gut. Wir danken Ihnen, Doktor, für diese aufschlussreichen Einsichten in die neuesten Methoden der Medizin. Selbstverständlich. Früh übt sich. So, ich mache jetzt mal Mittagspause.